Mein Name ist Claudia Steimle und seit fast 4 Jahren bin ich stolze Besitzerin meines Hypoxie-Studios hier in Frankfurt am Main. Mein Name ist Annette Roscher, Hypoxie-Studio Wandlitz. Mein Name ist Susanne Riemer aus dem Hypoxie-Studio Frankfurt am Main Oberrat. Mein Name ist Henrik Schülemann, ich bin seit 11 Jahren Personal Trainer, habe seit 2008 das Hypoxie-Studio Uhlenhorst in Hamburg. Durch Hypoxie hat sich meine Lebensqualität in sehr vielen Bereichen verbessert. Ich habe große Sicherheit gewonnen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Bewegung, selbst in der Familienorganisation. Ich, Dr. Elmar Kaminski, arbeite seit über 8 Jahren erfolgreich mit Hypoxie in Potsdam, weil Hypoxie dort anfängt zu wirken, wo Fitness- oder auch Ernährungskonzepte einfach ihre Grenzen haben. Ich finde das eine der genialsten Erfindungen der letzten Jahre und Hypoxie ist einfach nur toll. Im Figurformungsbereich ist es aus meiner Sicht die Figurformungsmethode Nummer 1 und die ist wirklich absolut konkurrenzlos. Es ist ja nicht nur die Figur, die sich verändert, auch mehr Lebensfreude, mehr Elan. Was mich an Hypoxie so begeistert, sind die Kunden, die ich begleiten kann auf ihrem neuen Lebensabschnitt. Viele glauben immer gar nicht, dass das funktioniert, die nehmen aber richtig, richtig gut ab und vor allen Dingen bekommen die ganz viel Lebensenergie. Die Kunden dabei zu begleiten, das macht unglaublich viel Spaß. Es erfüllt einen mit so viel Glück und es gibt einem so vieles, weil man einfach die Veränderungen bei den Kunden täglich beobachten kann. Da bin ich richtig froh, dabei zu sein.